Hallo, heute kommt die Swatch-Party zu meinen MAC-Lippenstiften. Hatte ich ja auch schon vor einiger Zeit angekündigt gehabt und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe jetzt insgesamt 8 MAC-Lippenstifte, jetzt nicht die größte Sammlung, aber so meine Lieblinge sind auf jeden Fall dabei und die Sammlung steigert sich auch stetig. Wir fangen an mit der ersten Farbe, das ist der Angel und ich finde diese Farbe ja, so ein bisschen schwierig. Also sie steht mir nicht immer, sondern je nachdem, ob ich gerade so ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler bin, ja, dann steht sie mir eher mehr oder weniger. Die ist nämlich so sehr hell pink und ich finde, wenn ich sie auftrage, also das ist jetzt ein Frost Finish, der ist so ein bisschen schwierig vom Auftrag her. Also wenn ich ihn solo auftragen würde, dann kriecht er entweder in die Lippenfältchen oder er lässt sich nur ganz schier auftragen und rutscht dann hin und her, weil er sich nicht so richtig mit den Lippen verbindet. Deshalb benutze ich unter dem auf jeden Fall immer den Prep and Prime von MAC, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ich finde im Moment, wenn ich jetzt so ein bisschen dunkler bin, sieht da doch wieder sehr viel anders aus, als wenn ich eben heller bin. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig mit diesem Lippenstift und gehört nicht zu meinen Lieblingen, aber ja, er ist auf jeden Fall mit in der Sammlung dabei. Der nächste Lippenstift ist aber eine sehr, sehr große Liebe, nämlich die Farbe Fanfare. Und das ist eines der ersten, wenn nicht sogar der erste Lippenstift von MAC, den ich mir gekauft habe. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber das ist so eine tolle Farbe, das ist so ein Alltagspink, würde ich jetzt einfach sagen. Das ist nicht zu kühl, es ist ein bisschen wärmer und dadurch eben ja irgendwie alltagstauglicher, finde ich. Und der sieht auf meinen Lippen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Man sieht zwar noch diese Farbe, dieses Pink, aber es ist halt trotzdem so natürlich und auf jeden Fall alltagstauglich. Also ich liebe diese Farbe und wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, wäre das mein Favorit, also meine allerliebste Farbe aus allen. Das ist ein Cream Sheen und der lässt sich ganz wunderbar auf den Lippen verteilen, ist wirklich völlig unkompliziert beim Auftrag und ja, hält auch einigermaßen gut. Deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden mit diesem Lippenstift. Also schau dir auf jeden Fall mal diese Farbe an, falls sie dir noch nicht so über den Weg gelaufen ist. Ja, vielleicht ein kleiner Tipp jetzt von mir. Dann als nächstes habe ich hier den Chatterbox, einen Amplified Finish und der ist wieder so ein Pink, der so ein bisschen heller ist und auf jeden Fall dann eher noch sichtbarer ist auf den Lippen, gerade wenn ich jetzt doch so ein bisschen gebräunter bin. In den letzten Tagen habe ich mich ein bisschen in die Sonne gelegt und den sieht man jetzt halt auch ein bisschen mehr jetzt auf meinen Lippen. Den hatte ich mir auch damals gekauft, weil es hieß, dass es von NYX ein gutes Dupe zu dieser Farbe gibt und ich wollte die beiden Lippenstifte halt nebeneinander in so einem Dupe-Alarm-Video zeigen. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Dann habe ich hier die Farbe Morning Rose. Das ist ein Cream Sheen und ja, das ist einer, der hat so leicht metallischen Schimmer drin, finde ich. Die Farbe an sich ist wieder so ein Pink, nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm, so mittel. Aber ansonsten ist er jetzt nicht unbedingt sowas für alltäglich. Also ich mag ihn nicht immer, gerade wegen diesem metallischen Schimmer. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das eine LE war, aus dem ich den habe oder ob es den im Standardsortiment gibt. Aber allgemein, ja, finde ich die Farbe sehr schön, aber Finish könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein. Dann habe ich hier die Farbe Hot Gossip, ist auch ein Cream Sheen und ja, das ist so ein Pink, der hat ein bisschen mehr Blauanteil, ist aber jetzt nicht so hellkühl und irgendwie, ja, mag ich diese Farbe an mir selbst jetzt nicht so gerne. Also diesen Lippenstift trage ich, glaube ich, am seltensten von allen und ja, ich weiß nicht warum. Also ich finde, er steht mir jetzt nicht so wunderbar. Ich finde, er wirkt auf meinen Lippen halt weder knallig noch wirklich alltagspinkmäßig. Ja, irgendwie kann ich mich nicht so ganz mit dem anfreunden, aber ich glaube, vielen anderen gefällt dieser Ton sehr gut und die mögen diese Farbe auch. Dann kommen wir jetzt wieder zu einer Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Das ist nämlich der Luster Ring, ein Luster Finish und auch eines der ersten Lippenstifte von MAC, die ich mir geholt habe und das ist so ein tolles Pink. Das ist nicht zu kühl, nicht zu hell. Ja, es ist auf jeden Fall sichtbar auf den Lippen, nicht unbedingt alltagstauglich, je nachdem natürlich, wie man sich traut, aber ich finde es trotzdem noch im normalen Bereich, so dass man es ruhig auftragen kann, ohne zu sehr aufzufallen. Und ja, ich finde diese Farbe perfekt. Ein perfektes, etwas knalligeres Pink. Und neben Fanfare auf jeden Fall meine beiden Top-Lieblingsfarben. Also falls du so pinkstichige Lippenstifte sehr gerne magst, dann schau dir auf jeden Fall Luster Ring an. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Als nächstes habe ich den Speak Louder und das ist ein Cream Sheen. Ich finde, die Farbe an sich ist dem Luster Ring sehr ähnlich. Also hier oben ist der Speak Louder und hier unten ist jetzt der Luster Ring nochmal im Vergleich. Aber dadurch, dass diese Finishes eben anders sind, also dadurch, dass der Speak Louder eben ein Cream Sheen ist, ist er eben natürlich auch so schon satter auf den Lippen und gibt mehr Farbe ab und
ja, ist einfach ein bisschen mehr präsent, während der Lustering natürlich so ein bisschen eher schierer ist und dadurch vielleicht noch ein Ticken mehr alltagstauglicher ist als jetzt der Speak Louder. Und ansonsten finde ich die Farben sehr, sehr ähnlich und ja, ich bin halt so ein Pink-Lippenstift-Typ. Also ich glaube, das waren jetzt alles pinkfarbene Lippenstifte, aber einen habe ich noch, nämlich einen roten. Und das ist, wie könnte es anders sein, natürlich der Russian Red, ein mattes, sattes Rot. Und viele sagen ja auch, das ist so das perfekte Rot für das kleine Schwarze, wenn man so abends ausgehen möchte. Und so ist es auch. Also das ist wirklich alleinnehmend auf den Lippen. Es ist präsent und auf jeden Fall sichtbar im Gesicht. Aber ich finde, durch dieses matte Finish macht es alles sehr viel edler. Und der Look sieht auf jeden Fall anders aus, als wenn man jetzt so ein bisschen schimmernderen oder auch glossigeren roten Lippenstift auftragen würde. Deshalb, ja, ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht so oft getragen, weil mir einfach die Anlässe dazu fehlen. Also ich persönlich trage im Alltag einfach nicht diese dunkelroten Lippenstifte. Aber ansonsten, wenn es passt, dann trage ich ihn auf jeden Fall sehr gerne. Und das war es auch schon. Das waren so meine 8 Lippenstifte von MAC, die ich so habe. Schreib mir gerne, welche Farbe du an mir jetzt am besten fandest und welche du mir vielleicht auch noch gerne empfehlen möchtest oder was du so selber noch im Repertoire hast. Das interessiert mich sehr. Also da bin ich auch immer so auf der Suche nach neuen, schönen Farben. Dann verlinke ich noch unten meine beiden letzten Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.